Wir haben neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und den humanitären Herausforderungen, gerade jetzt auch im Blick auf den Winter, noch einmal betont, dass vor allen Dingen auch sichergestellt sein muss, dass die Terrorismusbekämpfung erfolgreich ist. Es darf von Afghanistan nicht wieder eine Gefahr für die Außenwelt ausgehen. Wir haben an dem Anschlag von Kunduz gesehen, in welch schwieriger Situation man da schon wieder ist. Und deshalb wird natürlich der Kampf gegen den Terrorismus auch in den Gesprächen mit den Taliban eine ganz zentrale Rolle spielen.